Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute wieder mit unserer Markenneuanmeldung der Woche. Und diese lautet DEEFH, Deutsche Energieeffizienzhilfe. Diese Anmeldung ist eine Wortbildmarke und besteht aus den Farben Schwarz-Rot-Gold und eben diesen Buchstaben DEEFH und dem Schriftzug Deutsche Energieeffizienzhilfe. Insoweit sind die einzelnen Buchstaben die Abkürzung für die darauffolgenden Worte. Und das hat bei mir den Anschein erweckt, dass es sich um eine Marke der Bundesrepublik Deutschland handelt, da zum einen die Landesfarben der Bundesrepublik Deutschland verwendet werden, als auch zum anderen das Wort Hilfe, welche wir aus verschiedenen Hilfsprojekten, zum Beispiel Corona-Hilfe und was es sonst alles für Unterstützungen gibt, herkennen aus staatlichen Hilfsprogrammen. Deswegen die erste Intention, vielleicht auch so gewollt, die Bundesrepublik Deutschland hat hier für die Energieeffizienzhilfe eine Marke angemeldet. Und dann war natürlich der nächste Blick zu schauen, wer ist der Markenanmelder. Und dann habe ich sofort festgestellt, ein Markenanmelder ist nicht die Bundesrepublik Deutschland, sondern eine privatrechtliche GmbH. Oha. Also Vermutung mit dem Spielen der Farben und dem Wort Hilfe, eben wie vermutet eine staatliche Assoziation herzustellen. Ist nicht verboten, kann man machen. So, dann weiter. Geprüft von mir wurden die angemeldeten Waren- und Dienstleistungsklassen. Und auch hier stand die Vermutung im Raum, wenn man von Energieeffizienzhilfe spricht, dann sollte auch Energieeffizienzhilfe drin sein. Und so hatte ich Beratungsdienstleistung erwartet und natürlich auch Unterstützungsdienstleistungen bei Antragstellungen oder vielleicht Reparaturdienstleistungen, Austausch von Heizung. Und die angemeldeten Klassen lauten Klasse 11, Heizungs-, Ventilations-, Klima-, Luftreinigungsgeräte und Anlagen. Geht schon in die richtige Richtung, aber die Klasse 11 ist eine reine Warenklasse, also das heißt eine reine Produktklasse. So. Und die Effizienzhilfe hat ja direkt nichts mit diesen Geräten zu tun, indirekt schon, denn wenn man die austauscht, hat man hinterher eine höhere Effizienz vielleicht, wie auch immer, aber passt so meiner Meinung nach nicht ganz. Und deswegen war dann der nächste Schritt zu schauen, ob es eine Homepage dazu gibt, ob der Markenanmelder irgendetwas dazu auf seiner Homepage sagt. Und Google oder das World Wide Web hat mir zwar den Markenanmelder verraten und auch gezeigt, dass er eine Homepage hat, aber auf der Homepage geht es, und jetzt, wie man an der Marke erkennen und vermuten würde, um Energieberatung. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Beratungsdienstleistung auf der Homepage, aber auf der anderen Seite reine Produktklassenanmeldung für die Markenanmeldung. Ist so nicht ganz schlüssig aus meiner Sicht, aber vielleicht, und das haben wir oft bei Markenanmeldern, warten die bis zur endgültigen Eintragung im Register und setzen dann eine neue Homepage auf oder ergänzen ihre bestehende Homepage. Insoweit wollen wir mal nicht so streng sein und halten mal als Fazit fest, es handelt sich um eine Markenanmeldung, die auf den ersten Blick mehr vermuten lässt oder in die man schnell mehr hineininterpretiert, als es die Klassen tatsächlich hergeben. Insoweit bisher, ohne zu wissen, was da noch kommt, aus meiner Sicht etwas unglücklich. Möglicherweise liegt es auch daran, dass der Markeninhaber eben selbst angemeldet hat und nicht über eine Agentur, einen Markenanwalt, wie auch immer, der ihm vielleicht da Tipps gegeben hätte. Und ja, wie auch immer an dieser Stelle, ich wünsche dem Markeninhaber und dem Markenanmelder viel Erfolg beim Markenaufbau und der Markenführung und auch viel Erfolg bei der Kommunikation der Marke mit den Klienten.
Das soll es für heute schon gewesen sein mit unserer neuen Marken-Neuanmeldung der Woche. Lasst mir doch schnell einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, denn jedes Abo motiviert natürlich weiterzumachen. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch bei meinen nächsten Videos wieder mit dabei seid, rund um das Thema Marke. Videos dazu gibt es reichlich, täglich, wie auch immer. Und dann sage ich ganz einfach mal Servus!